So, wir befinden uns hier in Dornbirn in Österreich und wir lernen jetzt Roland Andergassen kennen. Roland, du hast etwas Besonderes entdeckt. Du hast zwei Fragen, die du Menschen stellst. Und diese zwei Fragen, die machen dann was ganz Besonderes im Leben dieser Menschen. Worum geht's da bitte? Ja. Ich habe schon sehr früh als Christ das Bedürfnis gehabt, das Evangelium anderen Menschen weiterzuerzählen. Und hatte dabei das Problem, dass ich bis zu einem gewissen Grad sie anwärmen konnte, begeistern konnte, aber dann einfach den letzten Schritt nicht tun konnte mit den Menschen. Und da bin ich auf diesen Leitfaden, EE-Leitfaden, Evangelisation explosiv gestoßen, habe die Ausbildung gemacht, aber dann habe ich gespürt, es ist relativ kompliziert, relativ lang. Ich bin relativ einfach, es muss auch immer wieder schnell gehen, wenn man Menschen auf der Straße trifft, über das Telefon, auch mal im Amt oder wo auch immer sich die Gelegenheit ergibt. Und da habe ich jetzt diese beiden Fragen als zentrale Fragen genommen, denn sie entscheiden über Leben und Tod. Und ich möchte das ganz kurz theoretisch einmal sagen. Wenn wir jemanden treffen, egal wo, ich habe im Gasthaus nach dem zweiten Bier, in einer größeren Runde mit 15 Skitouren gehe, meiner Tante Paula in Deutschland oder auch im Auto, wo auch immer, das Instrument ist wirklich genial einsetzbar. Ich frage einfach einmal, darf ich dir oder Ihnen, je nachdem, mal zwei persönliche Fragen stellen. Es hat noch nie jemand gesagt. Wir haben hier ein Ehepaar, das bei uns zu Hause ist. Das Ehepaar Dr. Peter und Lydia Hoemer. Er ist Zahnarzt und wir kennen uns schon länger. Und ich habe gesagt, okay, wir stellen Ihnen beiden die Fragen. Sie sind Christen, das heißt, Sie werden es so tun, als ob Sie noch nicht Christen werden, nur damit man mal sieht, wie das in der Praxis funktioniert. Peter, freut mich, dass du da bist. Auch Lydia, toll, dass wir wieder mal zusammengefunden haben. Jetzt darf ich mal euch zwei Fragen stellen. Gerne. Wir kennen uns schon länger. Lydia und Peter, wenn jetzt du, Lydia und Peter, wenn ihr heute sterben würdet, sind ihr sicher, dass ihr ewig werdet? In Deutsch. Wahrscheinlich. Nee. Wahrscheinlich nicht. Okay, Lydia, was würdest du sagen? Ja, also Ehe, Ehe nicht. Ehe nicht, ja. Okay. Und wenn du dann vor dem Herrn stehen würdest und sagen, Lydia, Peter, warum soll ich dich zu mir in die Herrlichkeit, ins ewige Leben nehmen, was würdet ihr ihm sagen? Ich habe das Leben, glaube ich, ordentlich gelebt. Ich habe auch den Beruf ordentlich gemacht und glaube, die Kinder haben auch ordentlich erzogen und wir haben auch nicht wenig Leute, glaube ich, so verletzt, dass das ein Ausschließungsgrund wäre. Ich glaube, wir haben nach diesen christlichen Prinzipien gelebt. Okay, und du? Ja, ja, ich denke mir auch, also die Prinzipien, dass ich mit anderen Menschen so umgehe, wie ich es gern selber hätte, versuche ich zumindest zu leben, also niemand ist perfekt. Und, ja. Okay. Gut, danke für die ehrliche Antwort. Jetzt kommt eine Aussage, die euch vielleicht verwundern wird. Habt ihr gewusst, dass das ewige Leben ein Geschenk ist, dass man durch nichts verdienen kann? Weder der Papst Franziskus noch Mutter Teresa, noch du oder ihr, noch ich, niemand kann sich das verdienen. Weder durch Wohlverhalten, gute Werke, Gebete, was auch immer. Würde es euch interessieren, wie man dieses ewige Leben fängt oder bekommt? Durchaus. Durchaus, okay. Bitte gerne. Gut, dann möchte ich euch jetzt zwei Dinge nennen, die man wissen muss, damit das geschieht. Die erste Nachricht, die schlechte Nachricht, die lautet so, dass Gott absolut vollkommen ist. Rein, heilig, vollkommen, wie immer man das nennen will, nicht dem kleinsten Schatten. Das heißt, niemand mit der kleinsten Fehlerstruktur, mit dem kleinsten Versagen kann, so wie wir sind, vor ihm bestehen. Jetzt frage ich dich, das sagt das Wort Gottes auch so, jetzt frage ich dich und euch, kann es sein, dass auch ihr in Gedanken, Worten und Werken immer wieder gefehlt habt und schuldig geworden seid? Also vollkommen bin ich sicher nicht. Okay, danke. In diesem Fall auch nicht. Und dann kann ich nur sagen, willkommen im Club. Wir Menschen sind, glaube ich, alle so gestrickt. Das ist so.
Es gibt aber die gute Nachricht, eigentlich die beste Nachricht. Die Evangelium heißt ja gute Nachricht. Was hat Gott getan in dieser Situation? Er hat den Himmel verlassen vor 2000 Jahren, ist in Jesus Mensch geworden, hat die Schuld der gesamten Menschheit, auch von dir, von mir und von uns allen auf sich geladen, übrigens auch alle Krankheiten, und musste stellvertretend sterben für uns. Und am dritten Tag ist er auferstanden, zu Ostern, feiern wir dieses Jahr. Und seither ist der Himmel offen für jeden Menschen, der es verstanden hat und der das möchte. Möchtet ihr auch dieses ewige Leben kennenlernen? Ja, wäre schon gut. Wer will das nicht? Darf ich für euch ganz kurz beten, bevor wir dann miteinander ein Gebet sprechen? Gerne, bitte. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für den Peter, für die Lydia. Ich danke, dass du gegenwärtig bist, dass du sie hineinführst in dieses Leben, Jesus Christus. Du bist derjenige, der den Himmel geöffnet hat. Und du schenkst jetzt einfach auch offenbar. Ja, und jetzt bitte ich einfach, dass ihr mir ein Gebet nachsprecht. Es ist freiwillig, das muss vom Herzen sein. Nicht so sehr die Worte sind entscheidend, sondern das, was wir wirklich im Herzen empfangen und sprechen. Und damit wir uns besser konzentrieren können, schlage ich vor, dass wir die Augen schließen, dann tun wir uns ein bisschen leichter. Gott ist da, ist immer da. Und ich bitte euch einfach nach mir nach, ein kurzes Gebet nachzusprechen. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. So wie ich bin. So wie ich bin. Mit allem Guten. Mit allem Guten. Mit allem Schlechten. Mit allem Guten. Mit allem Schlechten. Und ich bitte dich, Herr. Und ich bitte dich, Herr. Vergib mir all meine Schuld. Vergib mir all meine Schuld. Vergib mir all meine Schuld. Reinige mich. Reinige mich. Und ich empfange jetzt diese Vergebung. Und ich empfange jetzt diese Vergebung. Und ich empfange mit dieser Vergebung auch dich als Herrn und Erlöser. Und ich empfange mit dieser Vergebung auch dich als Herrn und Erlöser. Sei du der Herr meines Lebens, Jesus Christus. Sei du der Herr meines Lebens. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Ich will dir dienen und dich lieben. Ich will dir dienen und dich lieben. Amen. Amen. Wenn ihr dieses Gebet jetzt wirklich von Herzen gebetet habt, dann hat Gott es nicht mehr gehört, sondern hat es erfüllt. Das heißt, ihr seid jetzt im Reich Gottes, wie es so schön heißt im Wort Gottes. Ihr seid neue Menschen geworden, von innen her. Und jetzt darf ich einmal dir den römischen Gruß oder zwei Männer kurz zeigen, willkommen in der Familie Gottes, in der weltweiten Familie. Wenn du jetzt mich loslässt und du wirst immer wieder Fehler machen, sündigen. Lass einmal los, lieber Peter. Dann wird Gott dich halten, er wird dich nie mehr im Stich lassen. Es sei denn, du willst absolut nichts von ihm wissen, was ich nicht glaube. Wenn du ihn kennenlernst und er ist die totale Liebe, wirst du das nie mehr anders wollen. So, das heißt also, wenn wir wieder Fehler machen oder am Boden liegen, ausatmen, einatmen, das heißt, die Sünde, den Fehler bekennen von ihm, Danke sagen, aufstehen und weiter. Und damit aber das Wachstum jetzt wirklich ein schnelles und gutes ist, möchte ich einfach sagen, betet regelmäßig, das heißt, redet mit Gott, einfach wie uns der Schnabel gewachsen ist. Der versteht uns besser, als wir uns halt selber verstehen. Lest im Wort Gottes. Wenn ihr keine Bibel habt, habt ihr eine Bibel? Ja. Okay. Grabt sie aus, wenn sie noch nicht am Tisch liegt, und lest drin. Das ist das Wort Gottes, das ist ein Zentrum des Universums, eigentlich muss man sagen. Das ist die Betriebsanleitung für uns Menschen, die uns zeigt, woher wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen. Und erzählt anderen Menschen auch, was ihr erlebt habt und erleben werdet. Und es wird, Gott wird sich zu euch stellen, ihr werdet Wunder erleben, ihr werdet Gebetserhören erleben, ihr werdet alles mit mir erleben. Ja, und die letzte Frage, kennt ihr eine Gruppe lebendiger Christen? Das ist auch wichtig. Menschen, die dasselbe erlebt haben, wie wir jetzt gebetet haben, die auch Jesus in ihr Herz aufgenommen haben, kennt ihr da irgendeinen Kreis oder irgendeine Gemeinde, Gemeinschaft, wo ihr sagt, okay, das könnt ihr mir vorstellen, da mal hinzugehen und mich da anzuschließen, einmal zu schauen, wo könnte unser Platz sein? Ich kenne viele Christen, aber ob das für mich in Frage kommt, das möchte ich genauer anschauen. Okay. Dann am besten selber mal hingehen, probieren. Wir bleiben im Austausch mit E-Mail, Telefon, wie immer. Ich werde mir aber zu meinem Weg, wenn ihr einverstanden seid. Okay. Mhm. Und möchte einfach sagen, willkommen in der Familie Gottes, ihr habt heute die wichtigste Entscheidung eures Lebens getroffen, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Danke, wir sind jetzt nicht nur Freunde, wir sind jetzt Geschwister geworden. Gut. Schön.
Roland, das ist wirklich sehr beispielhaft, wie du das da jetzt gerade geschildert hast. Kannst du uns jetzt ein paar praktische Beispiele nennen, wo du oder mit wem du solche Dinge, diese Fragen durchgegangen bist? Okay, ich beginne mit den ganz frischen. Das sind immer die besten. Wir haben über Weihnachten sind wir biken gewesen. Wir haben eine Biketruppe und es war nicht so kalt. Wir sind in die Berge gegangen und da war eine Wirtschaft, eine urige, draußen gesessen, weil es warm war. Und dann am Schluss, als der Wirt dann kam, wir waren glaube ich 4 Personen, hat abgeräumt, habe ich ihm ein gutes neues Jahr gewünscht. Also man muss immer schauen, wo sind die Möglichkeiten, wo kann man andocken. Gott schenkt immer wieder solche Dinge. Dann hat er angefangen zu jammern, ja, wenn man gutmütig ist, da wird man nur ausgenutzt und so weiter. Oh, habe ich gespürt, der Mensch ist belastet, das geht ihm nicht gut. Dann habe ich ihn gefragt, er war hier mit den 4 Gläsern, wollte zurück in die Küche gehen, habe gesagt, möchtest du nicht ganz kurz mal die Gläser noch hinstellen? Ich hätte da 2 Fragen für dich. Darf ich dir die stellen? Und er hat die 2 Fragen beantwortet. Natürlich noch nicht so, wie wenn er ein Christ wäre, aber hat am Schluss für sich beten lassen. Und ich habe ihm dann gesagt, wo hast du einen lebendigen Kreis von Christen? Ja, es gibt in meiner Pfarre da einen Gebetskreis. Er hat gesagt, okay, super. Schau, dass du da hinkommst, dass du lebendig bleibst und so weiter. So, ein kleines Beispiel. Ein anderes, meine Tante Paula, 92 Jahre inzwischen, ist inzwischen im Pflegeheim, ist aber geistig topfit, eine echte Grodam. Mit der hatte ich einige Gespräche zu diesem Thema und eines Tages rief ich sie an am Telefon und habe ihr diese beiden Fragen gestellt. Und wir haben am Telefon miteinander gebetet und ich habe gemerkt, es ist in ihrem Herzen passiert. Und jetzt schicke ich ihr abends ein Buch, telefoniere mit ihr und so weiter und so weiter. Und so gibt es viele Beispiele, die ich erzählen könnte, auf der Straße, im Zug, im Auto. Mein Neffe war vor kurzem hier bei uns, wir sind hier in die Berge gegangen. Auf der Autobahn nach Hause habe ich gesagt, lieber Freund, darf ich dir diese 2 Fragen stellen? Und wir haben die Augen nicht zugemacht, ich zumindest nicht, aber wir haben auf der Autobahn gebetet. Und es ist passiert. Ich merke das ja auch, wenn ich mit ihm jetzt in Verbindung komme, dass er mit Jesus Christus den Weg geht. Natürlich ist es ein Kampf, natürlich. Man muss schauen, dass man dranbleibt, dass er betet regelmäßig für die Leute. Aber es waren jetzt nur 3 ganz kurze Beispiele, wieso etwas gelingen kann.